Hallo ihr Lieben, heute gibt es unsere Neuzugänge aus dem Monat September. Oh Gott, genau, muss man überlegen. Aus dem Monat September. Was durfte bei uns einziehen? Bleibt dran! Ach, ich in die Monate. Naja. Genau, September. Ja, September ist es. Ja. Ja, wie war es? Wie war es so? Kaufmäßig? Ich habe mir 4 Bücher gekauft. Ja, ich auch. Na guck! Ah, Gleichstand. Tatsache. Ah, fang ruhig an. Ja, ich bin ein bisschen... Ich bin geinfluenced vom Buchpreis gewesen. Vom Buchpreis, ganz dezent. Ist leider so gewesen. Mhm. Kann ich nicht leugnen. Ja. Ja. Merkt man, wenn man die Bücher kennt. Aber ich auch ein bisschen. Aber ich war schon noch mehr im Fokus. Maike hatte ganz tolle Ideen. Ich hatte ganz tolle Ideen, die dann aber alle nicht praktikabel waren. Ich bin auch froh, dass ich es nicht mache. Ja. Ist jetzt alles gut. Aber ich hatte Ideen. Ja. Ja, mich irgendwie dieses Jahr die Longlist und auch die Shortlist, also zum größten Teil. Manche Sachen denke ich auch so, aber ja. Es sind schon einige Bücher drauf, die sehr gut klingen. Ja, das muss man schon sagen. Deswegen. Ja. Naja, deswegen kommt jetzt hier ein bisschen was. Ja, erzähl nicht mal los. Ja, ich habe mir auf jeden Fall Muna gekauft von Theresia Mora. Muna oder die Hälfte des Lebens. Genau, das ist auf der Shortlist gelandet und ja, die Autorin ist auch schon Georg Büchner Preisträgerin und sie hat 2013 mit ihrem Buch Monster auch den Deutschen Buchpreis schon gewonnen. Aha. Sie muss eine sehr eigene Art haben, Geschichten zu erzählen, die für manche nicht so passt, aber ich bin sehr gespannt, sie zu entdecken. Und es geht hier ja um eine toxische Beziehung, Muna und Magnus. Sie lernen sich, glaube ich, kennen vor dem Mauerfall. Genau, Muna ist auch noch ziemlich jung, sie steht gerade vor dem Abitur und sie verbringen dann eine Nacht und mit dem Mauerfall verschwindet er halt aus ihrem Leben und 7 Jahre später treffen sie sich tatsächlich wieder und werden ein Paar und ja, es wird aber immer mehr zu einer toxischen Beziehung, weil da eine Abhängigkeit entsteht, die nicht gesund ist und wo auch ja, Sachen passieren, die nicht gesund sind in einer Beziehung. Also es muss um dieses Toxische in dieser Beziehung gehen und da bin ich gespannt drauf, ob mir der Stil gefallen wird. Ich habe schon gesagt, wenn ich nicht so klarkomme, dann habe ich ja immer noch Anja, die es geben kann. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin mal offen dafür. Ja, mach mal. Ja. Das hört sich echt gut Ich habe das spontan, wirklich sehr spontan in der Buchhandlung mitgenommen, weil ich hatte es eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Aber nachdem du das gesagt hattest, habe ich mir das mal angeguckt. Das hört sich schon echt gut an. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch ein bisschen geinfluenced durch den Buchpreis und habe mir auch einen Kandidaten geholt, der auch auf der Shortlist steht. Und zwar von Angelika Klüssendorf Risse. Da allerdings fragen sich einige, warum steht das wohl auf der Shortlist? Weil es im Endeffekt so eine Zusammenfassung, man weiß nicht so genau, ihrer Buchreihe ist, das Mädchen Jahre danach oder so. Es gibt ja diese Trilogie, die sie da geschrieben hat, wo sie über ja, so diesen sozialen Abgrund, in dem ein Kind groß wird, berichtet. Mhm. Du hast das Mädchen gelesen. Ich habe das Mädchen gelesen, was mich auch wahnsinnig beeindruckt hat. Die anderen beiden habe ich noch da. Tatsächlich überlege ich auch erst die zu lesen und dann Risse zu lesen. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwas ausmacht. Ich habe keine Ahnung, wenn ich das jetzt dazwischen schieben würde. Ich weiß es nicht. Aber es geht halt hier auch um das Mädchen. Das ist das Foto, was hier vorne drauf ist, ist auch das Bild, steht hinten drauf, was in glücklichen Tagen entstanden ist, wo sie lächelt, wo sie noch beim Friseur vom Papa zum Friseur geschickt worden ist und es das einzige Beweisfoto ist, dass es sie gibt. Denn sie kommt aus wirklich schlimmen Verhältnissen. Es sind Geschichten aus dem Keller des Lebens, der Kindheit hervorgeholt und neu betrachtet, nämlich von der Erzählerin aus, das Mädchen. Es soll harter Tobak sein, nicht leichte Kost, aber trotzdem sehr wertvoll. Also ich habe jetzt schon verschiedene Stimmen gehört, die sagen, es ist sehr, sehr beeindruckend. Es ist also nur die Frage, warum steht es jetzt nochmal drauf? Aber vielleicht ist es auch weiterhin leider sehr zeitgemäß, dieses Buch. Und deshalb kann ich mir vorstellen, hat es auch seine Berechtigung. Aber da freue ich mich schon drauf, das irgendwann zu entdecken. Silvi Schenk hast du links liegen lassen. Habe ich links liegen lassen? Sind viele begeistert von. Ehrlich?
Maman. Ja, Maman. Also ich habe viel Gutes gehört, ja. Aber ich denke immer an deins mit Schnell dein Leben. Schnell dein Leben hat mich ja so gar nicht abgeholt. Nee. Und ich habe so Sorge vor der Sprache. Und ich muss auch ehrlich sagen, wie viele Seiten sind das? Ja, ist nicht viel. Es ist so ein dünnes Büchlein. Dünn. Ich glaube 24, 26 Euro. Ja, sehr dünn. Ja. Und da habe ich auch überlegt erst, aber habe gedacht, nee, komm ey, ganz ehrlich. Nee, das ist mir dann doch ein bisschen viel. Ja. Aber ich hörte viele Leute gut. Das stimmt. Naja. Ich habe mir dann noch von der Longlist, das ist jetzt nicht auf die Shortlist gekauft, Paradise Garden von Elena Fischer geholt. Da habe ich sehr viel Gutes drüber gehört. Hier geht es um Billy, die 14 Jahre alt ist und unter sehr ärmlichen Verhältnissen in einer Hochhaussiedlung aufwächst. Sie lebt mit ihrer Mama zusammen und die beiden haben irgendwie auch am Ende des Monats nur noch so wenig Geld, dass sie nur noch Nudeln mit Ketchup essen können. Aber ihre Mutter versucht, das Leben so schön wie möglich irgendwie zu machen und hat viel Fantasie und ein ziemlich großes Herz und Billy liebt die sehr und irgendwann reist aber die Großmutter aus Ungarn an und Billy verliert viel mehr als nur den bunten Alltag mit ihrer Mutter. Und sie hat viele Fragen an ihre Mutter, die sie irgendwann nicht mehr stellen kann und begibt sich dann auch auf eine Art Reise, weil sie auch zu ihrem Vater nicht viel weiß. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es hört sich sehr traurig an, sehr melancholisch. Aber ich mag solche Geschichten ja eigentlich schon sehr gerne und kann mir auch vorstellen, dass was für Anja wäre. Ja, deswegen bin ich gespannt drauf. Ja. Dann habe ich ja gerade mein Abo wieder laufen in der Buchhandlung Lesezeit und der Lukas hat mir wieder ein Buch ausgesucht, was sich sehr gut anhört. Und zwar von Luise Kennedy, Übertretung. Das ist wieder im, wie heißt das, Steidel Verlag erschienen und ich mag die Bücher schön, total gerne da. Also die sind echt immer total schön aufgemacht. Und das spielt mal wieder in Irland und es geht um die junge Grundschullehrerin Cashley Lavery, die sich morgens um ihre Mutter kümmert, ihr das Frühstück macht und dann hat ihre die Grundschüler unterrichtet und sie hilft auch noch in einer Bar aus und es ist hier in Belfast angesiedelt. Wir sind 1975 unterwegs und die Unruhen werden immer mehr. Überwiegend Protestanten und es gibt ja da auch Katholiken und dieser Pub wurde halt von katholischen Menschen geleitet und dann bricht halt dieses Höllenloch los und das müssen wirklich schlimme Zeiten gewesen sein in Nordirland und das interessiert mich auch sehr. Ich möchte da gerne noch mehr drüber erfahren und hier geht es halt darum, wie sich halt diese Grundschullehrerin in einen Protestanten verliebt, der verheiratet ist, von Schülern wird sie schikaniert und gegen ihre Herkunft wird gewettert und ich glaube, es gibt einfach super explosive Themen in diesem Buch und ich bin einfach sehr gespannt, wie sie das gemacht hat, die Autorin, wie sie diese Geschichte schreibt und ja, es soll grandios sein, sagt Lukas. Er sagt, das Buch des Jahres. Ich bin gespannt. Mhm. Ja. Das Buch des Jahres. Na dann. Dann musste bei mir noch Vater mal mit von Nekati Üziri. Ist ja ein großer Anwärter auf dem Buchpreis dieses Jahr. Wird heiß gehandelt auf jeden Fall. Ich meine, man weiß nie, was die Jury im Endeffekt aussuchen wird. Aber er wird heiß gehandelt. Ja. Mit seinem Familienroman über einen Vater, der nicht da ist. Über eine Familie mit Mutter, Sohn und Tochter, die wirklich viele Dinge durchleben mussten und die sozialen und politischen Umstände da wirklich viel mit reinspielen in ihre Leben und natürlich auch die Abwesenheit des Vaters einfach immer vordergründig ist. Und ich glaube, der Roman ist auch so geschrieben, dass der Sohn an den Vater schreibt oder zum Vater schreibt oder ihm erzählt oder so, irgendwie so. Also eine sehr interessante Art und Weise und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ja, das interessiert mich auch total. Ja. Ja, dann wurde ich inspiriert durch meine Leserunde, die ich im September hatte mit der lieben Dunja, die dann sagte, Anja, wenn dir das so gefallen hat, hast du schon gelesen von Heinrich Böll, irisches Tagebuch? Ich so, natürlich nicht. Und sie meint, es ist so, so toll. Also wenn man nochmal so ein bisschen in Irland eintauchen möchte und das durch die Augen von Heinrich Böll sehen möchte, ist das auch ein richtig tolles, kurzes, kleines Büchlein, was sie auch öfter schon gelesen hat oder lesen möchte. Und sie fand das ganz, ganz toll. Und ich habe tatsächlich von Heinrich Böll noch nichts gelesen.
Und das war ja Kölner Jung, ne? Mhm. Habe ich gelesen, war ja Kölner Jung. Mhm. Und er ist halt gerne auch nach Irland gefahren und hat dort seine Zeit verbracht. Und ich glaube, er war auch an Orten, wo ich auch war im Urlaub. Und da habe ich gedacht, nee, das komm, passt. Das passt. Das musst du machen. Wir genau, seid füreinander gemacht. Wir sind füreinander gemacht, wir zwei, genau. Und dann, sein erster Besuch war nämlich 1954. Und er fühlte sich wirklich sehr, sehr verbunden mit dieser Insel. Und hat dann halt dieses Tagebuch geschrieben. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt. Es ist ganz kurz, aber auch sehr dicht geschrieben, aber kurz. Kurze kleine Geschichten. Ja, es hat wie so ein kleines Essay. Ich bin gespannt. Habe ich mir mal gegönnt. Hast du gegönnt? Habe ich mir mal gegönnt. Ja, ich habe mir zuletzt noch gegönnt, was lange schon auf der Wunschliste stand und im Einkaufskorb lag. Und ich dachte, jetzt muss ich mal anfangen. Von James Baldwin habe ich mir Giovannis Zimmer geholt. Ich könnte es mir natürlich bei Anja leihen, aber ich denke, dass es mich ebenso begeistert wird wie sie. Glaube ich. Deswegen schon. Fange ich jetzt an. Anja sammelt ja im Hardcover. Ich fange beim Taschenbuch leider sammeln sammel an. Leider sammle ich im Hardcover. Habe ich letztens noch gedacht, so verdammt. Ich fange jetzt mit dem Taschenbuch sammeln an. Das gut. Ist doch in Ordnung, oder? Also ich finde, die sehen auch als Taschenbuch schön. Absolut. Ich habe das vorhin gesehen, ich so... Das ist auch schön, Schatz. Ich nehme es als Taschenbuch. Und die meisten sind bis jetzt auch im Taschenbuch. Es sind aber auch welche nur im Hardcover. Da muss ich dann warten, bis sie kommen. Naja, ich habe mich für Giovannis Zimmer jetzt als erstes entschieden, damit anzufangen. Du hast mit... Einer von uns angefangen. Genau. Da habe ich angefangen. Ja, genau. Aber du warst ja auch sehr begeistert von diesen... Giovannis Zimmer hat mich sehr begeistert. Roman über... Das Liebespaar David und Giovanni. Mhm. Und das spielt ja in dem Paris der 50er Jahre und gilt als sein berühmtester Roman eigentlich. Mittlerweile ist es ein Lebensbuch über die Liebe und ihre Demütigung und sehr mitreißend wohl. Ja, auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt. Ja. Ja, ein Buch, das muss ich euch jetzt einblenden, weil das kommt hoffentlich morgen angeflogen, denn ich habe es vorbestellt. Wehe nicht. Wehe, das kommt nicht. Ich mache das nie wieder mit dem Vorbestellen. Ja. Und zwar von Tobias Schlegel, Strom. Das ist ja sein zweiter Roman. Ich habe ja letztens noch... Schockraum gelesen, danke. Schockraum gelesen und war sehr begeistert. Und das ist jetzt ein zweiter Roman und auch der hört sich wieder sehr, sehr gut an. Hier geht es nämlich um Nora. Nora ist nämlich wie vom Blitz getroffen. Sie will nämlich eigentlich eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin machen, als sie merkt, dass sie schwanger ist und sich somit alle Pläne aufzulösen drohen. Und sie muss sich jetzt entscheiden, was sie macht. Und sie beginnt ein Praktikum auf einer Demenzstation und dort trifft sie auf Didi. Und der... gibt alles für seine eigenwilligen Patienten und sie begegnet auch Frank. Das ist eher so ein verschlossener Typ, der selbst mal Sanitäter war und im Notfall auch über sich hinauswächst. Und ja, es geht so ein bisschen um, wie ist das Leben auf so einer Demenzstation? Wie ist das? Ich kann mir auch vorstellen, das hat er ja bei Schockraum auch gemacht. Wie ist die Geschichte von Nora? Wie ist die Geschichte von Frank? Wie ist die Geschichte von Didi? Und das wird er schön wieder in einer Romanform zusammenbringen, bin ich mir sicher. Und da freue ich mich sehr drauf. Sehr, sehr, sehr. Ja. Hört sich sehr gut an. Ja, finde ich auch. Ja, das waren die vier Bücher von jeweils von uns. Ja. Ja, habt ihr eins der acht Bücher schon gelesen? Beziehungsweise hier das neue von Tobi Schlegel geht ja nicht. Geht ja noch nicht. Aber würdet ihr es lesen? Würdet ihr es lesen? Und sonst kennt ihr eins der Bücher. Und was sagt ihr dazu? Genau. Oder was ist bei euch neu eingezogen? Mhm. Das würden wir auch gerne wissen. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Gut. Da freuen wir uns auf den Austausch und sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.